Neben mir steht mein lieber Freund und unser Eigengewächs, regional verwurzelt, Mike Fischer. Toll, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Deine Festivalbühne hat ja schon eine kultige Geschichte. Bei unserer ersten Ausstellung kamst du an und meinst, ich baue da so eine Bühne. Und das ist passiert. Du hast die Bühne nochmal umgebaut, erweitert. Du hast eine ganze Stadt ergänzt. Was war das für ein Jahr für dich? Sehr anstrengend. Ich war das erste Mal ja bei euch überhaupt bei einer Ausstellung. Und dann bei Brix am Meer. Und dann habe ich dafür schon umgebaut. Und jetzt für euch auch nochmal erweitert umgebaut. Also wenn ich gebaut habe, dann intensiv, viel und lang. Wirklich. Aber ja, ich wollte einfach hier was Neues zeigen. Ich wollte nicht nochmal mit dem komplett selben Mock anreißen, auch nicht mit derselben Band, mit derselben Bühne. Und deswegen habe ich mir einfach ein Zeug gelegt und einfach umgebaut. Das Skip-Mod, die ich auch aus meinen MT-Zeiten kenne. Alle in der Region werden die Einrichtung noch kennen. Was ist denn hier, ich sag mal, so ein Detail, was dich besonders amüsiert hat beim Bauen? Immer der Friedhof. Der Friedhof ist für mich immer so ein kleines Detail, super Teil, wo ich dann ganz viele Farben einbauen kann, ganz viele Elemente, auch ein bisschen freakige Sachen. Ja, und immer, wenn ich hier vorne kleine Layouts oder kleine Dioramen baue mit irgendwelchen Figuren, die irgendeine einzelne Geschichte erzählen. Ganz viele kleine Geschichten sind hier erzählt, die vielleicht wahrscheinlich nur ich sehe und ganz viele Leute nicht, aber das amüsiert mich dann halt, wenn es einfach drauf ist. Ja, also ich finde das auch absolut faszinierend, weil es so eine richtige Reise. Man kann das mit den Augen absuchen, das Layout. Aber das Schöne ist, du hast ja noch eine Rückseite dieses Mal, die gab es letztes Mal nicht. Genau, also da habe ich mich dann die letzten 3 Monate intensiv mit beschäftigt und mir auch den Hintern ein bisschen aufgerissen, um das jetzt auch fertigzustellen, denn ich kann das nicht halb anfangen und dann nicht zu Ende bringen oder wenn ich was will, dann richtig. Und es ist ein bisschen gemein, nur weil Harrison Ford mit dem Flugzeug abgestürzt ist, lässt ihn jetzt hier mit dem Falken abstürzen. Ich dachte, so gut, der Pilot ist er ja dann doch nicht, wie er in den Medien immer preisgibt. Nee, der stürzt jetzt ab. Ach genau, und er ist auch noch auf der falschen Landebahn gelandet. Ja. Genau. Dann hast du hier natürlich einen kleinen Hurricane. Ja, das ist der Sharknado. Wer den Film kennt, wird sehen, dass da fliegende Haie sind, die dann sich irgendwann auf die Strandbewohner stürzen. Ja, Strand habe ich dann auch sehr erweitert, also eine ganze Reihe drangesetzt. Links im Gegensatz zum letzten Jahr, weil Strand ist ja auch sehr farbenprächtig und diese Farbensachen, Strand, Friedhof, machen unheimlich viel Spaß im Kontrast zum grauen Stadion, das dann manchmal sehr monoton ist. Wenn du wochenlang nur Mauern baust, dann sind so Farbensachen wunderschön zu bauen und geben dir auch ganz viel Freude dann. Finde ich auch. Und du siehst dann hier, oder wir sehen vielmehr, dass du hier wieder hergegangen bist und du hast quasi Kaufsets genommen und darüber hinaus aber auch Sets ergänzt. Und das macht dir auch Spaß, so die Verbindung. Genau, das haben wir ja letztes Jahr schon gesagt. Lego bringt mittlerweile so tolle Sachen raus, und nicht mittlerweile insgesamt. Und das Ninjago City Set ist ein super Teil. Den Burgerladen, den fand ich gut, den habe ich dann halt mit 3-mal gekauft, so ein bisschen erweitert. Die Brickbank steht da hinten, aber dann halt auch wieder dann Sachen integriert. Also sowohl als auch. Ich finde das hier richtig schön in der Zusammenstellung vor allem. Und man sieht selbst, dass auch hier Star Wars eine Rolle spielt. Ja, dieses ganze Konzert, also wer das vom letzten Jahr noch kennt, weiß ja, dass hier eine Geschichte erzählt wird, gut gegen böse. Ich bin der Böse, die guten Filmhelden kämpfen gegen mich und mein Imperium. Und das zieht sich durch das ganze Layout. Auch wenn irgendwo Strand schön und friedlich, dann sieht man trotzdem in manchen Ecken diesen Kampf zwischen gut und böse. Und Star Wars zieht sich dann halt schon mit ihren coolen Fahrzeugen, coolen Raumschiffen durch das ganze Mock. Da verrat uns noch, was hat es denn mit dieser Bar auf sich, die wir hier am Rand sehen? Also ich hatte ja schon ganz am Anfang eine kleine Kneipe, eine kleine Bar. Da konnte man aber bis jetzt nicht reinsehen. Fand ich ein bisschen schade und war mir auch zu klein. Und dann habe ich einfach dann gedacht, ich baue es jetzt größer. Hab mich dann ins Innenleben verliebt und weitergebaut und dachte ich, das Dach ist drauf, man sieht es gar nicht. Nein, ich lasse das Dach jetzt ab und jeder kann reingucken. Die Bar ist beleuchtet, hier hinten bei der Band, das ist beleuchtet. Du stehst hier. Mit einer Flasche, das ist ja wieder typisch. Natürlich. Ich trinke keinen Alkohol, da ist ja Cola drin. Da ist Cola drin. Der Ghostbusters-Spielautomat, sowas macht dann auch unheimlich viel Spaß, auch Toiletten zu bauen. Ja, also da bin ich, habe auch vor, dass die Kneipe noch weiter, also noch zu vergrößern, weil mir das Innenleben, das ist ja das Nächste. Ich kann ja nicht mehr so viel größer werden und dann werde ich wahrscheinlich auch mehr Innenleben bauen und zeigen danach. Und dann kommt hier noch der eben schon angesprochene Friedhof, wo dann tatsächlich
auch so einiges los ist. Hier ist einiges los und ich glaube, hier kann man auch schön gucken und sich satt sehen an manchen Sachen. Ja, den Weg, den habe ich jetzt auch im Gegensatz zum letzten Jahr nach verändert. Da habe ich auch mit den Farben ein bisschen gespielt. Ich habe das Schloss umgesetzt auf einen Berg drauf und mit ein paar Türmen erweitert. Da bin ich auch noch nicht ganz am Ende. Da möchte ich für nächstes Jahr vielleicht noch Rocky Horror Picture Show ein bisschen einbauen und noch ein, zwei Türme so ein bisschen schief dran setzen. Das hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, so ein Schloss zu bauen und integrieren. Können wir denn bis zusammengebaut 2018 von dir erwarten, dass du die letzten wenigen Zentimeter auch noch vollbaust? Ich glaube, das kann man erwarten. Also ich habe jetzt 4 Reihen dran gebaut und diese, ich sag mal so 2 bis 3 Reihen habe ich noch Platz. Ich glaube, die kriege ich dann voll bis nächstes Jahr. Ja, ich freue mich auch. Wiedersehen macht Freude in genau einem Jahr. Mike Fischer, unser Roller. Dankeschön. Viel Spaß, wir haben offen. Leute kommen rein, wir werden das bestimmt bestaunen. Danke.